Diese Sendung wird unterstützt von Aquadynamik. Mein Wasserbett für einen erholsamen Schlaf. Wasserbett.ch. Herzlich willkommen bei Fenster zum Sonntag. Solange man eine Situation beeinflussen kann, bleibt immer auch ein Funken Hoffnung. Was aber, wenn der Handlungsspielraum schwindet, wenn die Lebensumstände schwierig werden und man hilflos zusehen muss? So war es für die Eltern von Joshua Backlund. Als ihr Sohn auf die schiefe Bahn gerät, können sie nichts dagegen tun. Und Kriseninterventionshelfer Bernhard Kohlmann kümmert sich um Menschen, die nach einem Schicksalsschlag hilflos und überfordert sind. Im März 2020 erkrankt Guido Kaufmann an Covid-19. Auf der Intensivstation im Krankenhaus Aarau kämpfen die Ärzte tagelang um sein Leben. Familie und Freunde stehen hilflos daneben. Es ist hier der Ort, wo sie mich herbringen. Ich wurde an diesen Ort gebracht. Und man sagte mir, du hast Covid. Ich konnte nicht richtig atmen. Ich habe die Bewegungen gemacht, aber der Sauerstoff kommt nicht ins Blut. Mir ging es immer schlechter und schlechter. Sie redeten davon, mich ins Koma zu versetzen und mich zu intubieren. Ich dachte, vielleicht sterbe ich. Man versinkt in eine Hilflosigkeit, in ein Kämpfen, in ein Nicht-mehr-Können, in Sterben. Ja, in ein Sterben. Ehefrau Sandra und Tochter Nadja bringen Guido damals frische Wäsche ins Spital. Wegen der Corona-Sicherheitsbestimmungen dürfen sie ihn aber nicht besuchen. Es war mega traurig und schlimm für mich. Das war furchtbar traurig und sehr schlimm für mich. Ich stand hier draußen, habe telefoniert und dann sagte er, ich glaube, ich sehe dich. Und plötzlich habe ich sie dann auf der Wiese gesehen. Plötzlich sehe ich, wie sie dort über die Wiese kommt, während ich am Fenster stehe. Welches Zimmer war es genau? Das war das in der Mitte, ganz oben. Und dann bist du am Fenster gestanden und hast runtergeschaut, dass Guido lebt. Und dass Guido lebt und ich ihn aus der Entfernung sehen konnte, das war mein schönstes Erlebnis hier. Das war mein grosses Erlebnis dort. Ja. Heute will sich Familie Kaufmann im Kantonsspital Aarau bedanken. Für uns ist es wichtig, hier danken. Es ist uns wichtig, sich zu bedanken. Denn wir haben extreme Zeiten hier erlebt. Grüezi, Herr Kaufmann. Guten Tag, Herr Lüss. Schön, dass wir uns besuchen. Ja, wir sind. Ja, ich habe das Gefühl, Sie sind. Sie waren hier sehr engagiert. Ich habe nicht erwartet, so gut aufgehoben zu sein. Nicht falsch, wenn ich sage, einfach nochmal danke. Der Teamleiter der Intensivpflegestation nimmt den Dank stellvertretend entgegen. Wir haben hier noch etwas zweckgemacht. Wo wir einfach euch weitergeben wollen. Es ist selber gemacht. Wir erleben auch. Es ist wichtig für uns, Rückmeldungen zu bekommen. Umso schöner, wenn es positive Erlebnisse in einer schwierigen Zeit waren. Merci, vielmals. Ich habe es sehr geschätzt. Ich habe es geschätzt, dass ich jederzeit anrufen durfte und offen mit mir geredet wurde. Das hat mich ermutigt, vorwärts zu schauen und Gott zu vertrauen, dass alles gut wird. Dass Guido die Erkrankung ohne Folgeschäden überwunden hat, ist für nicht selbstverständlich. Ich denke viel an die Menschen, die leiden. Ich denke oft an die Menschen, die jetzt gerade leiden. Es tut mir unendlich leid für alle, denen es nicht gut geht. Ich selbst empfinde eine große Dankbarkeit dafür, dass Guido in so kurzer Zeit gesund werden durfte. Angefangen hat alles am 13. März 2020. Der 46-jährige Arbeitsagoge fühlt sich krank. Angefangen hat es mit einer Grippe. Das Fieber ist gestiegen und gestiegen, über 40 Grad. Und dann hat er Atemnot bekommen. Sandra fährt ihren Mann ins Spital Rheinfelden. Von dort wird er ins Kantonsspital Aarau verlegt. Es war im Laufe des Tages, als sie mir angerufen. Sie haben aus dem Krankenhaus angerufen und mir gesagt, dass sie ihn intubieren müssen. Guido könne kurz mit mir reden. Er versuchte zu sprechen und sich von mir zu verabschieden. Ich kann mich verabschieden.
Ich konnte nur sagen, Guido, halte durch. Wir sind bei dir. Wir beten für dich. Wir sind in Gedanken bei dir. Ich habe mich wie in einem zeitleeren Raum gefühlt. Ich war ratlos und völlig hilflos. Nadja und ich sind viel spazieren gegangen und haben an Guido gedacht. Wie geht es ihm? Wir haben aus der Ferne gewartet. Das hier ist mein Bastelkeller in der Garage. Dieser Ort ist meine Denkwerkstatt. Ich brauche Zeiten, um meinen Gedanken freien Lauf zu lassen und alles zu sortieren. Hier kann ich alles mit Gott besprechen. 4 Tage war er im künstlichen Koma. Eine Pflegekraft hatte ein Foto gemacht, um ihm zu zeigen, wie er aussieht. Ganz viel Kabel. Viele Kabel. Eine Maske im Gesicht, durch die Sauerstoff geblasen wird. Wenn man das Foto anschaut, merkt man, dass es mir nicht gut gegangen ist. Ich erschrecke selbst und frage mich, wer ist das auf dem Foto? Langsam geht es ihm besser. Er scheint außer Lebensgefahr. Der Wechsel von der Intensivstation auf die Zwischenstation bedeutete, ich habe es überstanden. Jetzt geht es bergauf, nach Hause. Ich musste lange liegen. Nach dem Koma und dem Intubieren musste ich lange liegen. Nach 2 Wochen durfte ich endlich eine Dusche genießen. Doch schon während des Duschens habe ich gespürt, dass etwas nicht stimmt. Dann habe ich mich aufs Zähneputzen gefreut, doch ich konnte nicht fertig putzen. Ich bin zusammengebrochen. Aber nicht fertig zähneputzen und bin zusammengebrochen. Die Ärzte vermuten zunächst eine Lungenreizung. Doch dann wird klar, es ist eine beidseitige Lungenembolie. Die Ärzte haben selbst Angst bekommen und wieder vom Tod geredet. Das ist nicht zu begreifen. Ich dachte, es ist überstanden. Und jetzt das. Jetzt das. Herr. Gott, Herr, wo bist du? Was willst du? Und trotzdem musste ich sagen, Gott ist gut. Wenn er will, dann bekomme ich noch Zeit. Wenn er aber sagt, deine Zeit ist zu Ende, dann ist das für mich in Ordnung. Aber meiner Familie fehle ich. Dann habe ich einfach gesagt, ja. Ich habe einfach gesagt, er ist jetzt in Gottes Händen. Jesus, ich gebe ihn dir. Du schaust jetzt. Entweder holst du ihn zu dir, oder er wird nach Hause kommen und bei uns sein. Oder er wird heimkommen, bei uns sein. Drei Wochen dauert sein Überlebenskampf. Mitte April wird er aus dem Spital entlassen. Es geht ihm stetig besser. Schrittweise kann er auch wieder zu arbeiten beginnen. Ich bin sehr erstaunt. Ich war erstaunt, wie schnell er sich erholt hat. Nach dem Krankenhausaufenthalt haben wir viel miteinander geredet. Übers Leben, übers Sterben und konnten dabei vieles verarbeiten. Wir haben dort sehr vieles verarbeiten. Die Lunge funktioniert, aber das Volumen ist noch nicht ganz zurück. Sie ist vernarbt, aber die Funktionalität der Lunge ist bei über 100%. Das gleicht sich aus und mir geht es blendend. An der Schwelle des Todes zählen nur noch die Beziehungen. Alles andere verliert seinen Wert. Das Zweite ist das Vertrauen zu Gott. Er ist gut, egal in welchen Umständen ich stecke. Und der dritte Punkt ist das Leben im Jetzt. Wir leben jetzt nicht mehr so schnelllebig wie vorher. Wir leben bewusster. Das ist uns ganz wichtig. Guido Kaufmann ist wieder vollständig genesen. Doch leider gibt es auch viele Geschichten, die kein Happy End haben. Wenn Menschen zum Beispiel durch einen Unfall aus dem Leben gerissen werden, dann muss jemand die Angehörigen verständigen. Oft sind es Kriseninterventionshelfer, die die Polizei bei diesem schweren Gang unterstützen. Ich bin hier als ehrenamtlicher Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes. Und unser Arbeitskreis heißt Kriseninterventionsteam und ich bin Kriseninterventionshelfer.
Bernhard Kohlmann gehört seit 8 Jahren zum Team und ist ausgebildeter Notfallseelsorger. Er trifft sich mit Kollegin Yvonne Ehrengard, um über den letzten Einsatz zu sprechen. Erstens mal ist eine gewisse Professionalisierung, nochmal zu reflektieren, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was können wir nachbessern. Und so eine Nachbesprechung ist aber auch Seelenhygiene. Immer wenn das Kriseninterventionsteam gerufen wird, müssen sie traurige Nachrichten überbringen. Also rundum eigentlich alles um den Tod. Ja. Und die nebenbei immer, wenn eine Krise und eine Hilflosigkeit einfach da ist und eine Betreuung erforderlich ist. In der Regel sind wir immer zu zweit, um uns auch zu schützen oder dass wir uns untereinander beraten. Das ist immer gut, wenn man zu zweit ist und sich dann stützen kann. Wir kommen, wir bringen Zeit mit, ohne irgendwie Druck, und können uns die Zeit nehmen und bleiben, bis sich die Situation vor Ort wieder beruhigt hat. Mehr als 200 Einsätze hatte Bernhard Kohlmann in den letzten Jahren. Das ist diese tiefe Anspannung in einem selbst, wo man sagt, ich habe so eine ungeheure Nachricht, die das Leben von den Menschen grundsätzlich verändern wird. Wenn 2 Polizisten, 2 Kriseninterventionshelfer vor der Tür klingeln, dann wissen die Leute sofort, was Sache ist. Und dann überbringen wir diese Todesnachrichten. Was dann geschieht, ist ganz schwer vorhersehbar. Die Seele verarbeitet es eigentlich immer in 2 Dinge, entweder Erregung oder Vermeidung. Und wir erleben, dass Menschen schreien, dass Menschen einkoten, dass sie komplett die Fassung verlieren, dass wir sie eventuell vor sich selbst schützen müssen. Wir erleben aber auch Menschen, die wie implodieren, die erstarren. Man erlebt Menschen, die dann zum Staubsauger greifen. Man erlebt Menschen, die auf Polizisten einschlagen. Und dann wartest du diese erste Reaktion aus, weil die Menschen irgendwann wirklich tatsächlich müde werden. So. Und dann merkt man, dieser Fall stoppt. Und dann versuchen wir, die Menschen erstmal wieder in den Alltag zurückzuholen. Und dann kommen Abläufe. Dann bereiten wir die Menschen darauf vor. Wir müssen den Bestatter rufen. Wir vermitteln auch oft Abschiednahme, ne? dass doch eine Abschiedsnahme möglich ist. Und wenn diese Abschiednahme vollzogen ist und Ruhe eingekehrt ist und wir wissen, dass der Mensch versorgt ist, dann gehen wir dann. Ja. Die professionelle Distanz zu wahren fällt nicht immer leicht. Und auch Helfer können hilflos werden. Also ganz prägnant fand ich das bei einer 12-Jährigen, die von der Schule nach Hause kam. Und die kam auf mich zugelaufen und uns haben 50 Meter getrennt. Und die war so fröhlich, die ist gesprungen, die ist gehüpft. Diese 12-Jährige, die hat sich an meine Tochter erinnert. Und ich muss ihr sagen, dass ihr Vater gestorben ist. Und dann geht es bei mir ab und dann hat es noch 50 Meter ihres Lebens, 50 Meter normales Leben. Und danach wird das Leben komplett ein anderes sein und es wird auch nie mehr das Leben sein, das sie gehabt hat. Das wird auch nicht mehr gut. Dann hat sie mich angeschrien und hat gesagt, warum hast du nicht auf meinen Papa aufgepasst? Ja? Das ist eben dieser totale Kontrollverlust. Wir müssen Empathie zeigen, aber ich muss auch die Tür zu meiner Seele schließen können. Sonst kann ich nicht helfen. So, und in dem Moment habe ich es übertragen in meinem Leben. Und dann ist diese Tür aufgesprungen und das Leid hat sich ergossen in meiner Seele. Und da war ich raus aus dem Einsatz. Ne? Also ich habe zu meiner Kollegin gesagt, deswegen zu zweit, ich muss raus hier. Dann bin ich raus in den Hof, habe 2-3 Minuten gebraucht, bin dann wieder zurück. Und dann war ich auch wieder drin. Bernhard investiert viel Zeit für sein Engagement im Kriseninterventionsteam. Er arbeitet Teilzeit beim Pflege- und Adoptionskinderdienst in Lörrach, ist Vater von 2 Kindern und mit Judith verheiratet. Warst lange weg? Ja, das war wieder so Sache, genau. Der Kleiderwechsel ist schon was Entscheidendes, ne? Mit dem Ausziehen von der Kleidung. Das ist schon mal der eine Schritt. Das Kreise. Hört dann auch auf, zum Beispiel, wenn ich es verarbeite, durchs Rede mit, zum Beispiel jetzt mit Judith.
Ich würde sagen, es ist wirklich seine Begabung. Und er macht es, weil er da mit Herz und Seele dabei ist. Das sehe ich schon. Das ist sein Ding. Gleichzeitig sehe ich auch, dass es natürlich damit umzugehen ist, immer wieder eine Herausforderung. Ich habe mal gefragt, ob ich nochmal Psalm lesen soll oder irgendwas. Ne? Mhm. Dann hat er gesagt, ja, nee, ein Psalm wird sie. Meine Aufgabe ist, das sagt er mir auch immer wieder, da zu sein. Wir haben irgendwann abgemacht, wir trinken jetzt Kaffee, wir reden jetzt drüber und danach ist fertig. Und das, ja, üben wir immer wieder. Mit einer 35%-Stelle ist Bernhard beim Diakonissenmutterhaus St. Krishona tätig. Als Diakon kümmert er sich um Menschen, die Hilfe nötig haben. Ich sehe es als Berufung für mich. Ich will den Menschen wirklich dienen in Lerau, ich will für die Menschen da sein. Und der Kriseninterventionshelfer ist ein Ehrenamt. Aber während meiner Arbeitszeit darf ich raus, also während meiner Arbeitszeit vom Diakonissenmutterhaus St. Krishona. Und da kann ich Zeit abdecken, die meine anderen Kollegen und Kolleginnen nicht abdecken können, weil sie wieder berufstätig sind. Und ich darf Menschen begleiten. Und das ist in einem Fall mal geschehen. Bis zu 5 Jahre hatte ich eine Familie betreut nach dem Tod von beiden Kindern. Ja. Rund 20 Mal im Jahr wird Bernhard Kohlmann bei schweren Notfällen hinzugezogen. Also nachts ist so, schläfst um 4 Uhr, geht dieser Alarm runter. Und dann kommst du an deinen Einsatzort und dann siehst du, da ist ein Haus, das ist hell beleuchtet. Und dann siehst du die Blaulichter davor. Und für mich ist so dieses Bild, dass Jesus vorangeht, dass er dahin geht, dass es umdreht und mir zuwinkt und sagt, wir gehen da jetzt rein. Es ist nicht so, dass ich da reingehe und er geht mit, sondern wir gehen da jetzt rein und wir stellen uns dem. Und dann erlebe ich das, dass mein Jesus da reingeht, weil Jesus an den Ort ist. Da ist er präsent, an den Orten, wo das Leid ist, da ist er. Als Kriseninterventionshelfer wünsche ich mir, dass dieser freie Fall der Seele zum Bremse oder sogar zum Stoppe kommt, dass Menschen erste Schritte wieder zurückfinden, also winzige Schritte zurückfinden ins Leben und vielleicht wieder sowas wie Kontrolle erfahren. Und ich glaube auch, dass diese Menschen in diesem Leid Würde erfährt, indem wir einfach da sind. Das motiviert mich, Suche der Stadt Bestes. Dass wir da draußen sind als Christen und Menschen dort begegnen. Dass die Liebe Jesus, dass die greifbar wird für die Menschen, sichtbar wird für die Menschen, in dem, was wir tun. Den freien Fall der Seele stoppen. Was für ein starkes Bild für diese wertvolle Aufgabe. Bei Familie Backlund aus Basel geht es ganz harmonisch zu, bis die beiden Söhne ins Teenageralter kommen. Dann müssen die Eltern mit ansehen, wie ihr jüngerer Sohn Joshua immer mehr auf die schiefe Bahn gerät. Die beiden Brüder haben heftige Auseinandersetzungen, bis die Situation eskaliert. Es war einfach ein riesiger Krach. Ich hörte einen lauten Streit und sah, dass Joshua bewaffnet war. Ich habe ihn angeschaut und gemerkt, er ist gar nicht mehr er selbst. Er ist zu allem fähig. Er würde seinen Bruder umbringen. Erschrocken sagte ich zum Bruder, geh weg, geh nach draußen. Mein Bruder hat gesagt, gang fort, gang aus der Wohnung raus. Als ich in die 7. Klasse kam, kam ich in eine bereits bestehende Klasse. Ich kannte niemanden und wurde leider zum Außenseiter. Ich wurde gemobbt, wurde bespuckt. Ich wurde von allen ausgelacht. Es war keine gute Zeit. Und so. Es war keine gute Zeit auf jeden Fall. Josh ist eher ein ruhiger Typ. Joshua ist ein ruhiger Typ. Er erzählt nicht immer alles. Ich denke, er hat vieles in sich hineingefressen. Und dann haben sich Sachen bei ihm aufgestaut. Ich habe viel häufiger am Computer gespielt als vorher. Einfach, weil ich alleine war. Vor allem Kriegsspiele. Habe einfach herumgeballert. Ich habe davon geträumt. Und das hat mich belastet. Ich dachte, alle hassen mich. Alle sind gegen mich. Ich bin alleine gegen alle und schlage zurück. Ich hatte Gewaltvorstellungen.
und habe meine Familie bedroht, hauptsächlich meinen Bruder. 2009 beginnt Joshua Backlund eine Ausbildung als Informatiker. Er möchte so viel Zeit wie möglich am Computer verbringen. Ich habe den ganzen Tag gespielt, auch in der Schule während des Unterrichts, weil es ein Informatikkurs war. Später bin ich rausgeflogen. Mein Lehrer sagte, aus dir wird nie etwas. Joshuas Eltern, Dan und Katrin Backlund, sind Pastoren einer multikulturellen Kirchgemeinde. Sie kümmern sich besonders um Flüchtlinge und Randständige. Der einzige Ort, an dem ich mich wohlfühlte, war die Kirche. Auch wenn ich nicht mitmachte, habe ich mich wohlgefühlt. Ich habe immer mit Gott geredet und gebetet. Ich habe ihn angeklagt, ihm die Schuld gegeben. Ich bin spazieren gegangen und habe Gott vorgeworfen, was alles falsch läuft. Er ist schuld. Du bist so nah, du wohnst miteinander. Man ist so nah, wohnt nebeneinander, sieht einander. Und doch ist da plötzlich eine Distanz. Man fühlt sich hilflos. Man kann ein Herz nicht verändern. Ich kann niemandes Herz verändern, nicht mal mein eigenes. Wir haben versucht, ihn zu leiten, aber es war nicht möglich mehr. Er hat seinen eigenen Weg, er hat seinen eigenen Willen. Und wenn die Kinder groß werden, kann man sie nicht zwingen. Sie müssen dann selbst wählen. Wir haben das am Schluss einfach gesagt, ja Gott, du musst das tun, wir können nicht selbst etwas tun. Und das ist wie eine Kapitulation auf eine Art, auf unsere eigene Kraft, unsere eigenen Fähigkeiten. Das Loslassen und sagen, ich kann das nicht. Ich muss loslassen. Ich kann das nicht kontrollieren. Ich muss Gott vertrauen, dass er es gut macht. Ich habe mir überlegt, dass mein Leben nicht von den Kindern abhängt. Ich will mich nicht auf das fixieren, was nicht funktioniert, sondern ich bete weiter. Kinder sind nicht das Wichtigste im Leben. Das war befreiend für mich. Man hat auch eine Lebensberechtigung, wenn nicht alles funktioniert. Den häufigsten Streit hatte ich mit meinem Vater wegen des Alkohols. Er war dagegen. Ich habe trotzdem getrunken. Es gab viele Konfrontationen. Er hat mir das Zeug weggenommen. Ich habe es wiedergeholt oder Neues gekauft. Ich habe meine Whiskyflaschen im Schrank versteckt. Dann habe ich mir mit 18 eine Waffe gekauft. Eine 9mm Pistole mit Munition und sie zu Hause gelagert. Die Aussage, die man manchmal hört, wenn man Probleme hat, jetzt hilft nur noch Beten, nachdem ich alles andere ausprobiert habe, die letzte Hoffnung sei das Gebet. Ich habe gemerkt, dass das Gebet einen anderen Stellenwert bekommt. Es ist nicht die letzte Hoffnung, sondern die einzige und erste Hoffnung. Es ist eine Verlagerung von meiner Hilfe in den Himmel hinauf. Und nicht nur denken, ja, Gott ist nur mit mir, wenn alles gut geht und so, sondern durch diese harten Zeiten haben wir eine Hoffnung. Und ich sage es, dass jedes Problem ist eigentlich eine Möglichkeit für Gott, ein Wunder zu tun. Jede Schwierigkeit ist eine Herausforderung, dass wir können Gott tiefer kennenlernen. Das bringt uns vielleicht zum Moment, wenn wir fangen an zu beten und wir sehen, Gott antwortet. Nach fast 10 Jahren werden ihre Gebete erhört. Joshua besucht die Jugendgruppe der Kirche und Worte aus der Bibel bekommen eine neue Bedeutung. Es war ein Kampf, mit den Computerspielen, dem Alkohol und allem aufzuhören. Die größte Kraft war Gottes Wort. Er hat durch die Bibel zu mir geredet und mir gezeigt, wie blockiert ich durch das bin, was ich mache, was ich mir und anderen damit antue. Es gibt eine Bibelstelle, die mein Leben beschreibt, Psalm 107. Wenn der Mensch, der von Gott weggeht und tut, was nicht gut ist, zu Gott schreit, dann holt Gott ihn aus allem heraus. Er zerreißt die Fesseln. Das ist bei mir passiert und ich kann mich mit dem Psalm identifizieren. Eines Tages entdeckt Dan Backlund im Altpapier eine Bescheinigung. Das ist die Versichtserklärung und Vernichtungsauftrag von einem Pump Action und einer Pistole. Pump Action hat 1700 gekostet,
Der Polizist hat ihn abgeraten, glaube ich, oder er hat gefragt, willst du das nicht verkaufen? Er hat gesagt, nein, ich will es zerstören. Ich habe gesehen, wow, da ist wirklich etwas passiert. Das ist echt. Gott hat in meinem Herzen viel verändert, all die schlechten Sachen. Es ist nicht ein Kampf im Sinne von, hoffentlich kann ich mich davon fernhalten, sondern ich will es nicht mehr. Auch schulisch fasst Joshua wieder Tritt. 2020 schließt er sogar als Bester in seinem Jahrgang den Bachelor in Systemtechnik ab. Ich hoffe mit Bachelor-Thesis. Für meine Bachelorarbeit habe ich ein Rußkonzentrationsgerät entwickelt. Mein Ziel ist es, preiswert zu halten und zu veröffentlichen, damit man es überall auf der Welt nachbauen kann und günstig an die Daten kommt. Sein Abschlussprojekt ist sehr erfolgreich und soll zur Verringerung der Luftverschmutzung beitragen. Mittlerweile arbeitet er in einem Unternehmen als Projektleiter für Automation. Was ich erlebt habe, ist einfach, dass der Joshua sich verändert hat. Ich habe erlebt, dass sich Joshua verändert hat. Er hat jetzt andere Prioritäten. Das spürt man ihm an und das ist angenehm. Wenn er sich manchmal an etwas erinnert, was er früher gemacht hat und was nicht gut war, dann kommt er und entschuldigt sich dafür. Ich habe damals meine Familie verloren. Sie war kaputt. Jetzt habe ich Frieden mit meiner Familie, selbst mit meinem Bruder, den ich töten wollte. Jetzt sind wir gute Freunde und das ist schön, denn es ist nicht selbstverständlich. Aber im Vergleich zu der Vergebung, die Gott mir geschenkt hat, ist das nichts. Das schlechte Gewissen wegen allem, was ich gemacht habe, das ist weg und vergeben. Meine Vergangenheit wurde gelöscht und für ungültig erklärt. Das ist das größte Geschenk in meiner Geschichte. Vielleicht fühlen Sie sich manchmal auch hilflos. Wenn Ihnen die Folgen der Pandemie zu schaffen machen, empfehle ich Ihnen dieses Buch «Glaube und Corona – Gott suchen in der Krise». Ulrich Eckers hat es herausgegeben und es ist im Buchhandel erhältlich. Wenn Sie sich für weitere Porträts interessieren, dann besuchen Sie uns auf YouTube oder sonntag.ch. Dort erfahren Sie auch mehr über unsere aktuellen Sendungen. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Auf Wiedersehen und bis bald. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamik. Mein Wasserbett für einen erholsamen Schlaf. Wasserbett.ch